guten Abend. Guten Abend. Das Auto des Jahres 1989. Dankeschön, toll. Die Sendung für das aufgeweckte Kind. Gut, danke. Herzlich willkommen zur Sendung für das aufgeweckte Kind zur Hitparade. 22:18 Uhr, ein Riesenglückwunsch aus Berlin an die deutsche Nationalmannschaft. Wir sind in Italien. So. Diese Stadt, liebe Zuschauer zu Hause, müssen Sie in diesen Tagen erleben. Und hätte mir vor 5 Wochen, als wir die letzte Hitparade hier gemacht haben, jemand gesagt, was hier los sein wird und was hier in der Zwischenzeit passiert ist, ich hätte gesagt, du spinnst. Es ist so sensationell. Und dieses Auto bestimmt die Straßen in Berlin in diesen Tagen. Es wurde allerhöchste Zeit, muss ich sagen, auch wenn er ein bisschen riecht. Aber ich meine, es steht ja drauf. Es steht ja drauf. DDR. Deutsche dürfen rüber. Das ist... Und wir freuen uns, dass auch heute viele Berliner aus Ostberlin zu uns gekommen sind. Toll, dass ihr da seid. Vielleicht sind es dann in den nächsten Monaten noch ein paar mehr. Guten Abend auch zu Hause. Herzlich willkommen zur Hitparade. Wir haben uns etwas überlegt in der Redaktion, kurz vor der Sendung, weil wir haben viele Ostberliner, viele Bürger aus der DDR hier in Westberlin gesehen, viele gesehen, die jetzt an der Potsdam, am Potsdamer Platz oder bald vielleicht auch am Brandenburger Tor rübergegangen sind und viele natürlich mit Fotoapparaten. Und wir machen einen Fotowettbewerb. Etwas ungewöhnlich, gebe ich zu, für eine Musiksendung, aber es gibt einen Fotowettbewerb. Wir bitten Sie, die Sie aus der DDR nach Berlin oder nach Coburg oder nach Hof gekommen sind, wir bitten Sie, uns Ihre Fotos zu schicken oder zumindest ein oder zwei, wo Sie sagen, daran habe ich eine besondere Erinnerung, die sind besonders witzig, besonders toll geworden. Und umgekehrt bitten wir Sie, die Sie vielleicht irgendwo aus der Bundesrepublik in die DDR gefahren sind, was ja zurzeit schwieriger ist als umgekehrt, bitten wir Sie, uns Ihre Fotos aus der DDR zu schicken. Mit anderen Worten, Deutsche fotografieren das andere Deutschland, das vielleicht ja auch bald mal irgendwann das Gleiche ist. Ich sage Ihnen auch eine Adresse, denn schicken Sie bitte das Ganze und in der nächsten Hitparade werden wir die schönsten Fotos zeigen. Da wird es eine Jury geben, die das Schönste prämiert. Und der Fotograf des Schönsten, der ist dann in der nächsten Sendung auch dabei. ZDF-Hitparade, Fotowettbewerb, Postfach 4040 6500 Mainz. Und bitte tun Sie es bald, denn der Einsendeschluss, die Sendung ist am 13. Dezember, der Einsendeschluss ist der 1. Dezember 1989. Wir sind sehr gespannt auf das, was da kommt und freuen uns drauf. So, jetzt aber zur Musik.